man hatte erstmal die Sorge, dass Bonn, also die, in Bonn die Lichter ausgehen. Das ist überhaupt nicht der Fall. Wir konnten vor ein paar Jahren nicht mal auf die Straße gehen, ohne dass wir mal geschossen wurden oder sonst was. Hier waren oft Massenschlägereien, auch die Schießereien und alles drum und dran. Meine Generation, wir waren so die ganz schlimm. Wie machen wir Geld? Ich bin Emra, ich bin 25 Jahre alt und wohne seit 18 Jahren hier auf dem Buseberg. Ich gehe eigentlich nie hier raus. Also, wir sind hier. Wir sind hier, das musst du dir vorstellen, das ist, Buseberg ist wie so eine riesen Wohnung, wo alle sich immer finden, jeder weiß, wo wer ist. Ich will nicht sagen, uns gehört Buseberg, aber wir sind hier so ein Teil. Also dieser Teil Buseberg gehört einfach zu meinem Leben. Ich habe erst jetzt angefangen, mein Leben in den Griff zu bekommen mit dem Arbeiten. Ja, ich habe bis 21 Jahren Schule gemacht, habe noch meinen Hauptschulabschluss nachgeholt, irgendwie noch auf die Reihe bekommen. Und dann habe ich leider keine Ausbildung gemacht, bin halt zu spät aufgewacht. Und jetzt bin ich bei Subway tätig seit 8 Monaten und ich möchte mich da hocharbeiten als Store Manager. Ja, früher war ich an den Straßen tätig. Ich habe früher viel Geschäfte gemacht, bisschen, sagen wir mal zum Beispiel, Gras getickt, was jeder Junge gemacht hat mit 17, 18. Habe eingebrochen, wofür ich auch angeklagt worden bin. Und bis ich irgendwann mal in den Knast kam, nicht lange, aber es hat mir gereicht. Meine Mutter hat das sehr wehgetan. Und seit dann habe ich aufgehört mit der Scheiße, mit allem. Ich habe eingebrochen, ich wurde angeklagt, ich wurde verraten von meinem besten Freund in 12 Fällen. Ja, sonst eigentlich alles gut. Ich musste mit 17 Jahren, 18 Jahren, musste ich Minimum mein 100 Euro am Tag haben. Musste ich haben. Ich habe gelebt wie ein Boss. Ich habe mir alles geholt. Und die Kette habe ich auch noch von damals. Die Bullen kommen hier jedes Mal hoch, machen auch immer eine Kontrolle, fahren hier durch Buseberg und ziehen sich rein, wo wir abhängen. Und früher waren die ja den ganzen Tag hier. Früher haben die Bullen hier geschlafen. Damals war ja Buseberg viel schlimmer. Es waren viel mehr Leute hier. Die Papageiensiedlung war voll. Voll mit ganz vielen Kanaken. Ja, ich bin David, 29 Jahre alt und komme hier vom Buseberg. Also lebe auch schon mein ganzes Leben hier. Ja, Schulzeit, 7. Klasse war Ende bei mir. Da bin ich schon dann arbeiten gegangen und so. Also sagen wir 7. Klasse, ohne Abgangszeugnis, nichts gelernt, nichts. Das waren so halt meine Schulzeiten. Ne? Also mein, wo ich arbeite, ich bin im Sicherheitsdienst. Also Türsteher und sowas, Diskotheken und so, also Konzerte. Ja, also sowas. Hast du das schon immer gemacht? Jetzt seit 12 Jahren, denke ich, ist das jetzt. Und sonst halt so Gelegenheitsjobs oder so. Ne? Ja, das Gebäude, das halt, da, wenn man mich gesucht hat, ne? Also mich hat man von morgens, egal ob welche Uhrzeit, ich war immer hier gewesen. Also das ist unsere berühmte Papageiensiedlung. Mich hat man dann Prinz Papo genannt und so, ne? Weil halt, wenn man mich gesucht hat, also alles hat sich hier abgespielt für mich und so. Aber das war früher lustig hier, ne? So eine Party für uns, für mich alleine war so ein Abend, 2 Mille oder so, so einfach auf die Kacke und so, ne? Und das war dann hier halt täglich gewesen. Die haben Leute abgezogen, so, ja. Diebstähle gemacht und sowas. Ja, also, all solche Sachen. Ja, manche Sachen muss man ja nicht erwähnen, aber es waren schon viele Sachen dabei. Ich heiße Helmut Spielberg.
bin 76 Jahre alt und wohne seit über 30 Jahren jetzt auf dem Bröser Berg. Hier ist unser Wohnzimmer. Und wir sind natürlich glückliche Großeltern und deshalb sehen Sie eine ganze Menge Fotos von denen hier. Aktuelle zeige ich Ihnen nachher mal. Wir wohnen seit Juni 1985 hier. Da sind wir also aus Belgien zurückgekommen. Ich war bei der NATO da und dann bin ich hier zum Bundesverteidigungsministerium gekommen. Hier auf dem Bröser Berg. So, jetzt können wir ja hier mal weitergehen. Also jetzt können wir auch in den Garten gucken, der ist sehr klein. Und hier ist es besonders gemütlich. Hier sieht man den Himmel über sich, auch abends, wenn dann also die Sterne am Himmel stehen, ist das schon ganz schön hier. Ja. Und deshalb kann ich Ihnen sagen, also wir sind hier gerne. Es gibt andere Bereiche auch, die wirklich schön sind. Da gibt es schöne einzelstehende Häuser und es gibt auch Mehrfamilienhäuser, die sehr schick ausgestattet sind und gar nicht so günstig zu haben sind. Wir haben natürlich auch einen Bereich, der vielleicht auch, das ist auch gar nicht so schlecht, der also nicht unbedingt zu den Spitzenlagen gehört. Sesestraße ist bei uns das, was, ich weiß nicht, ein absolut schlechtes Viertel. Was man aber auch wieder trennen muss, die eine Seite, die ungerade Seite bis 29 ist schlecht. Danach wird es in Ordnung. Und auf der anderen Seite sind Einfamilienhäuser, wo reizende Leute wohnen. Ich bin der Ältere und ich bin 16 Jahre alt und wohne schon seit der Geburt auf, schon hier auf dem Bröser Berg. Ich wohne hier mit meinem Zwillingsbruder, mit meinem älteren Bruder Milton, Elliot und die Mama Bijou. Und ich natürlich Eltern. Hier mein Reichtum. Hier also, ich teile hier das Zimmer mit meinem Bruder, mit Elliot. Und der Elliot schläft hier oben und schlafe hier unten. Ja, und auf jeden Fall meine Babys ist der Fernseher hier, auf jeden Fall ist mein Eins alles. Ja, und ja, das war's. Vielleicht. Wo geht's jetzt gleich für dich hin? Jetzt geht's zum Training hin. Muss ich die Fußballsachen einpacken, hier sind meine Fußballtrikots, Stutzen, alles Mögliche. Ja. Ah, okay, ja, dann lass dich mal zocken hier. Boah, chill mal. Also bei mir ist das so, ich will auf jeden Fall hier nie weg, ich will hier nie auf keinen Fall weg. Ich bin hier geboren und dann bleibe ich auch hier. Es sei denn mal, wenn man was rausspringen sollte mit Fußball, sowas, Profivertrag oder Vertrag oder so, würde ich halt wechseln natürlich und auch woanders ziehen, aber die Wohnung wäre auf jeden Fall hier angemietet, auf jeden Fall, natürlich. Ja, ja, kommt drauf an halt, ne? So, man geht halt bestimmte Wege, so berufswegemäßig. Und wenn ich mein Abi habe oder meinen Realschulabschluss halt, dann überlege ich halt, wo ich hinziehe, so. Weil ich will auf jeden Fall einen ganz anderen Weg gehen, so ganz neuen Kapitel so aufschlagen. Das wäre mein Ziel. Da fehlen die Fußballschuhe noch, das Trikot. Hä? Warum machst du nicht mit? Ich bin faul. Echt. Ich bin echt faul. Ich muss reinkommen mit der Ausdauer. Ich hab's gestern bemerkt. Was Ausdauer angeht, so. Ja, weißt du, das kommt. Shisha, ne? Ich muss sagen. Ja, ist auch Bescheid. Thank you.
dass ich die Schule verkackt habe. Das bereue ich am meisten. Das ist nicht das geworden, was mein Vater sich immer gewünscht hat. Mein Vater wollte immer, dass ich Bulle werde oder Anwalt. Mein Vater hat auch immer früher richtig viel angegeben mit mir, weil ich ein sehr, sehr schlauer Junge war. Ich konnte schon mit 3 Jahren bis 100 zählen. Und der hat mir dafür immer Geld gegeben. Der hat mir immer Geld gegeben, mich bestochen, damit ich anfange zu lernen. Und ich habe immer gelernt und ich war echt ein sehr, sehr schlauer Junge. Das wissen auch alle meine Freunde, dass ich ein sehr schlauer Junge bin. Bezüglich war. Es ist natürlich so, aber das hat nichts mit dem Brüsseler Berg zu tun, dass wir in der letzten Zeit, und da spielt Bonn in einer besonderen Liga auch, warum das so ist, weiß ich nicht, dass hier sehr viele Einbrüche passieren. Aber da sind alle sehr wachsam hier und das zeigt auch wieder diese funktionierende Nachbarschaft, dass die Leute also gegenseitig aufpassen. Dass einfach, wenn hier zum Beispiel ein fremdes Auto vor der Tür steht oder auch in anderen Stadtteilen, wir kennen ja nun alle möglichen, meine Freunde und Bekannte hier, da ist es ähnlich, dass die dann den entsprechenden, der da parkt und längere Zeit da steht, einfach mal ansprechen, sagen, was machen Sie denn hier eigentlich? Können wir Ihnen helfen? Top. Also hier wird, wenn eingebrochen wird, alles geklaut, was nicht nied- und nagelfest ist. Ja, meistens Fernseher. So Fernseher, Kaffeemaschinen, Handys. Ich hatte eine Clique, also meine Jungs, die waren zu 6. Wir waren also ein Deutscher, ein Somalier, 3 Albaners. Und wir waren hier echt die Schlimmsten auf dem Brüsseberg. Wir sind eingebrochen in den Läden. Wir haben massig Geld auch manchmal rausgeholt. So 10.000, 15.000, manchmal sogar 7.000, 8.000. Ich war schon Profi. Unsere Generation war, wie ich gesagt habe, aggressiver. Die Leute hatten Angst hier. Haben uns nicht begrüßt und haben die Straßenseite gewechselt. So ganz komisch. Und das ist ja, weil wir früher sehr aggressiv waren. Es ging ja meistens, jeder unterschätzt diese Droge Gras. Aber dadurch, wenn du davon echt abhängig bist, richtig drinne bist, wirst du echt aggressiv davon. Ja, und ich war aggressiv. Ich habe jeden Menschen beleidigt. Ich war einfach aggressiv. Jeder Mensch, der mich angeguckt hat, ich habe die angefangen anzubrüllen. Wir hatten in einem Teil, das ist ja kein Stadtteil, sondern einem Ortteil des Brüsselberges, hatten wir Schwierigkeiten mit der Bevölkerung, also was heißt, wir hatten keine Schwierigkeiten. Da gab es Integrationsprobleme. Es gibt und gab durchaus welche, wenn 3 junge Männer, eindeutig islamischer Bauart, einem entgegenkommen und man kommt hoch als Frau, dann erwarten die, dass man außen rumgeht um sie. So gucke ich dann auch und gehe einfach weiter. Irgendwann entweder knallen sie mit mir zusammen, was denen unangenehm ist. Und also man muss sich durchsetzen. Und ja, mittlerweile sind die höflich geworden. Mein Leben hat sich geändert. Da gab es eine Geschichte vor ein paar Jahren. Da bin ich halt unschuldig verhaftet worden. Also morgens früh so SEK, 100 Mannschaft bei mir rein. Ja, und das war halt der Hauptwendepunkt in meinem Leben, weil ich halt gesehen habe, wie schnell man also im Knast landen kann. Und halt auch meine Tochter war dabei, wo ich festgenommen worden bin. Und das sind halt so Sachen, warum ich halt ruhiger geworden bin. Das nehme ich jetzt auch noch beim Reden mit. Das merkt man ja ein bisschen. Weil man halt viel durchgemacht hat deswegen, weil halt falsche Verhaftung, also... Wie lief das ab? Ja, es lief ab, zu Hause, 6 Uhr schlafen, Tür bricht ein, 100 Mann rein, auf dem Schädel, Fuß festhalten, ab in den Knast. Ne? Halbe Stunde später aber war ich wieder frei, hatte Alibi gehabt und so, also war zum Glück mit Bekannten an dem Tag unterwegs gewesen. Sonst wüsste ich nicht, wo man sonst so viele Jahre hingegangen wäre, weißt du? Ich kann mich auch zum Beispiel gar nicht bewerben, wie zum Beispiel beim Flughafen oder... Weil mein ganzes polizeiliches Führungszeugnis ist komplett am Arsch. Am Arsch. Das heißt, ich hab immer noch Sachen offen. Vor 2 Jahren habe ich mal
einen Polizisten auf die Fresse gehauen, weil ich zu besoffen war und er mich angeschrien hat. Wie ich dir gesagt habe, ich bin ein aggressiver Mensch, aber nur mich halt Leute aufregen. Und das war ich damals viel extremer. Also ich denke mal, ich glaube, bei denen gab es nicht so Leute, die ins Gewissen eingesprochen haben und gesagt haben, Jungs, hört mal zu, macht den Scheiß nicht mehr, packt euch an eure Nase an und geht den geraden Weg. Die haben sich halt gedacht, die können es anders machen. Und haben es dann, ja. Ja, also bei uns ist das so, wenn wir sehen, einer geht die schiefe Bahn, versuchen wir, den vielleicht auch noch was einzureden. Aber abgucken, wenn jemand eine schiefe Bahn geht, gucken wir uns nicht ab. Wir gehen lieber den besseren Weg. So. Natürlich den geraden Weg. So, vom älteren Bruder her so. Wir haben ja auch einen erwachsenen Bruder halt. So. Und er chillt auch mit den Älteren. Die kennen uns halt auch so. Und ich denke mal halt so, wenn die halt was mitbekommen würden, was wir dann halt draußen machen würden, beispielsweise so, dann gibt es direkt Backpfeifen, weil sie sind genauso wie unsere älteren Brüder so. Die erziehen uns auf jeden Fall. 2-0 für dich. Wenn ich mich vergleiche, wie ich früher war, das ist ein komplett 100% was anderes. Und das ist halt, weil die haben gesehen, was mit uns passiert ist. Und diese Jungs, die jetzt momentan hier die Generation sind, das sind sehr, sehr friedliche Jungs. Und dazu würde ich gerne gehören, wenn ich jetzt wieder jünger werden könnte. Aber ist halt vorbei jetzt. Es gibt vor uns, also bevor wir, gibt es ja noch die ganz ältere Generation, die das überhaupt gegründet haben hier oben früher. Ich denke mal, die haben auch gesagt, nach den ganzen Sachen, was hier passiert ist, wenn die einen Riegel davor gesetzt hätten, dann wäre bei uns auch nicht so viel Scheiße passiert. So, ne? Aber setzt ihr jetzt einen Riegel? Ja, also wir haben einen Riegel gesetzt dadurch, dass hier oben halt nicht mehr alles geduldet wird, so wie es vorher geduldet war. Vorher konnte jeder also von uns machen, was er wollte und so. Und das wird jetzt hier halt nicht mehr so geduldet. So. Ich kenne meine Brüder schon, seit die so waren. Ich habe sogar deren Windeln gewechselt und so. Und das macht mich recht glücklich, wenn ich sie so sehe, wie groß sie geworden sind, ne? Bei mir war das gar nicht so in meiner Jugend. Ich war immer abgelenkt, ne? Abgelenkt und Unterstützung hat gefehlt. Was hat dich abgelenkt? Mich haben viele Sachen abgelenkt, ne? Frauen und Geld. Was mich abgelenkt hat damals. Sag mal so, Geld ist auf jeden Fall, spielt was Großes im Leben, so, ne? Man muss etwas haben. Hast du was, bist du was. Und deswegen würde ich mal sagen, Geld spielt eine große Rolle. Manchmal gibt es Sachen so, die hat man nicht. Dann denkt man halt, wie komme ich an den Sachen ran, so, ne? Und in dem Fall ist das für mich so jetzt persönlich so, wenn ich etwas haben will. Erstmal kommen die Familienangehörigen, ich frage, ey, Mama, kann ich das haben? Milton, kann ich das haben? Und wenn es dann anders nicht geht, ne, dann überlegt man halt, was man machen könnte, um das zu kriegen. So ist das halt bei mir. So war das eine Zeit lang, aber man geht manchmal so durch kleine Dialekte, so halt, die geschehen und dann überlegt man, was echt das Wahre oder was nicht das Wahre so, was man getan hat. Ich denke mal, sollen ihren Weg erstmal selber laufen ein bisschen. Ne? Weil jeder muss seine eigene Erfahrung machen. Wir haben ja auch nicht auf die Älteren gehört. Die haben uns auch immer gesagt, lass es sein oder so. Aber wir haben auch immer einfach unser Ding durchgezogen. Ne? Wir hatten nicht viel Hunger für Geld. Ja, aber jetzt gehst du den ganzen Monat arbeiten für den Lauf, was du früher am Tag rausgeschmissen hast. Das sind halt die Sachen, was einem am meisten fehlen will. Wenn ich meine Tochter sehe und so, jeden Morgen mit denen aufwache, ist mir das halt mehr wert, als nochmal abzurutschen. Warte, Laura, willst du schauen? Können wir vielleicht ganz kurz die Schaukel haben? Ist auch schon groß, du sagst, ist kein Baby mehr. Ja. Macht das Spaß, wenn du mit dem Papa zum Spielplatz kommst? Alleine nicht, aber mit Papa ja. Ja? Ich weiß, dass diese Gegend ruhig geworden ist. Deswegen denke ich mal, für meine Zukunft, für meine Kinder oder meine Frau und sowas. Ich weiß, dass ich meine Frau hier
laufen lassen könnte, ohne dass hier irgendeiner anmacht. Weil mich kennt einfach jeder hier auf dem Brüserberg. Jeder. Und deswegen möchte ich hier auch bleiben und meine Gegend nicht wechseln. Hier ist es wirklich sehr, sehr ruhig geworden. Also ich wünsche mir für meine Tochter ein bisschen mehr als für den Brüserberg. Also dass sie aus ihr mal was werden soll, nicht so wie bei mir. Also Schule, Abgang, studieren oder was weiß ich. Weil sie möchte auch gerne Ärztin werden und so. Also den besser dann anderen Umfeld ein bisschen kennenlernt. Es gibt ja jetzt eine neue Generation hier am Brüserberg. Die sind ja anders drauf als ihr damals. Wer weiß, wie lange noch das ist. Ja. Aber man wünscht sich ja für seine Tochter oder für sein Kind eigentlich immer das Beste. Dass es einem besser geht wie bei mir. Ich soll das Geld auf ehrliche Art versuchen, Spaß zu haben und nicht halt wie wir an unserem Geld gekommen sind. Das ist ein Wunsch von mir auf jeden Fall. Auf jeden Fall mein Traum ist, hier auf dem Brüserberg ein Haus zu kaufen. Mit meiner Familie. Wenn ich jetzt eine Frau bald finden werde, hoffentlich die richtige. Ich glaube, ich habe sie schon gefunden. Ja, mein Busführerschein zu machen, die 12.000 Euro zu sparen, meinen Busführerschein zu machen und das Leben halt weiterhin genießen. Warum Busführerschein? Mir liegt das Fahren. Ich bin einfach ein Profifahrer. Ich bin der beste Fahrer hier. Jeder weiß das. Jeder traut mir auf sein Auto zu. Ich bin auch schon mal voll besoffen mit fast 300 km/h durch die Autobahn gefahren. Ist das ein guter Fahrer? Nein, ein behinderter Fahrer. Ich könnte zwei Leute damit umbringen. Ich fahre noch mit zwei anderen. Also wir wären dann zu dritt gestorben.